So, da haben wir jetzt einen alten englischen Ford Cortina, oder? Schaut zumindest einmal so aus. Was hat das eigentlich mit den ganzen Flugzeugen auf sich? Naja, damals hat man einfach gemeint, schnell fahren, dann kann man quasi abheben. Zusätzlicher Drehzahlmesser da unten drin, schau, schau, das ist ein Sportikarre. Steht da quasi mit Hijackers da. Ist wahrscheinlich schon mal am Dach gelegen, so wie das Dach ausschaut. Hagelschlag. Ja, man hat statt der Zierleisten hat man quasi da eine lustige Lackierdings, also einen Klebestreifen hingemacht. Auf der Tür hat man vergessen. Der hat mich runtergezupft. Oder? Ja, klar. War schon mal drauf. Ja, was ich ein bisschen schade bei der ganzen Sache finde, da hat er nämlich die Dinger. Was ich ein bisschen schade bei der Sache finde, ist, dass die Felgen ja echt ausschauen, als wären sie aus Plastik. Die schaut echt aus wie Kunststofffelgen. Dass das Innenleben nicht besonders schön ist. Gut, der Spiegel da ist natürlich auch geil, gell? Okay, natürlich da so. 1922 gekommen. Die todbringende Sonne ist inzwischen irgendwo verschwunden. Es ist immer noch warm genug fürs Hawaii-Hemd. Und wir stehen hier am rückwärtigen oder an der rückwärtigen Fassade vom Country Saloon in Gnigeln, in dem man jetzt zum Ende hin sogar tatsächlich Country gespielt hat. Es wird immer erschreckender in diesem Land. Wer meint, das Gas geht aus? Nein, es steht hier noch in Flaschen. Und ich mache hier dieses Extro eigentlich nur, um mich von den zahlreichen Sehern im unfreundlichsten Land der Welt zu verabschieden von CryptoTV. Und nachdem wir ja gerade wieder die Diskussion haben, ob es ein Bruch unserer Neutralität ist oder nicht, wenn man Sky Shield beitritt und damit zulässt, dass die NATO Luftabwehrbasen in Österreich aufstellt und dergleichen, habe ich gesagt, ich verstehe die ganze Diskussion nicht, egal ob die Schweiz das auch macht oder nicht. Wenn wir bedroht werden, haben wir doch als Österreicher und vielleicht auch als Deutsche, aber die sind ja schon bei der NATO, also wurscht, eine Geheimwaffe, die uns immer geschützt hat. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Bitte kurz dranbleiben. Bei jeglicher Bedrohung Toilettpapier horten und Maske tragen. Das hilft immer. Egal, ob der böse Muselmane mit der Machete kommt, FFP2-Maske und Klopapier. Wenn das nicht schützt, dann das oder andersrum. Ein sauberer Arsch hat uns vor einem nasalen Virus geschützt und mit dem Kaffeefilter war alles sicher. Also in diesem Sinne, gute Nacht Österreich!